Hi und herzlich willkommen zu Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. So, wir sind jetzt wieder in der Wachzelle, denn wir wollten ja jetzt unbedingt mal mit Gavin sprechen, weil irgendwie alles sehr merkwürdig wird und ich denke, er uns eine gute Antwort auf unsere Fragen geben kann. Tut mir leid, mein Herr. Der Gefangene Christoph Gavin ist momentan beschäftigt. Verstehe. Können Sie mir sagen, wann er fertig ist? Tja. Könnten Sie mal nachfragen? Sicher, mein Herr. Bitte warten Sie kurz. Im Gefängnis ist man beschäftigt. Hallo? Was ist das für ein Gefängnis? Das ist besser als so ein richtiges Luxushotel. Besser als das Ritz, ey. Tut mir leid für die Wache. Aber es gibt da etwas, das ich unbedingt sehen muss. Ah, der Brief. Stimmt, den wollte ich mir auch unbedingt mal angucken. Weil das war ja das Teil, was da letztens schon so komisch auffällig lag. Da ist er, der gelbe Umschlag. Und der Absender ist Drew Misham. Ich hatte recht. Drew Misham. Er war es wirklich, der auch der Dingens, das, den Nagellack da gegeben hat. Als ich im Studio ankam, saß er mit schon an seinem Schreibtisch. Hat wohl einen Brief geschrieben. Aber er hat den Umschlag schnell zugeklebt. Es war ein gelber Umschlag. Ich habe gehört, er lag noch am Tatort. Ah, okay. Wenn das der letzte Brief ist, den Drew Misham geschrieben hat, dann muss ich etwas ganz Bestimmtes tun. Eine letzte Sache, um genau zu sein. Also los. Mal gucken, ob dieses Atrokininspray irgendwas findet. Ja, Atrokinin! Tick, 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 tick. Blub, blub, blub. Wow. Okay, die ist wirklich vergiftet. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Das war also Drew Mishams Todesbote. Das ist die Briefmarke. Und sein letzter Brief ging offenbar an Christoph Gavin. Christoph! Die Anfrage für ein Interview kam, wie sie gesagt haben. Und der Fall wird überprüft. Ich werde nichts über Sie sagen, das schwöre ich bei meinem Leben. Bitte heben Sie den Zauber auf meiner Tochter auf. Ich melde mich bei Ihnen und berichte Ihnen, Drew Misham. Bingo. Oh mein Gott. Endlich, ein entscheidender Beweis. Das ist so komisch. Was ist das? Ein Einbrecher im Gefängnis? Gavin! Ich wusste gar nicht, dass sie sich nebenher auch noch als Dieb betätigen. Right. Gavin, es gibt da etwas, das ich sie fragen muss. Darf ich ihr Zeug klauen? Die Antwort lautet nein. Tut mir auch richtig leid, aber es gibt nicht viel, über das ich reden möchte. Vera Misham hat ihr Urteil immer noch nicht erhalten. Können Sie mir folgen, Gavin? Es gibt keine überlieferten Fälle von Überlebenden einer Atrokininvergiftung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, ich gehe dann mal. Right, warten Sie. Ja, Gavin? Könnten Sie mir den Brief dalassen? Der ist privat. Oh, tut mir leid. Hab ganz vergessen, dass ich ihn hatte. Vielen Dank. Oh, ja, das ist ja eine hübsche Ansicht. Das wollte ich jetzt unbedingt anschauen. Wow. Was ist das jetzt hier? Also wir scheinen jetzt alles durchgespielt zu haben. Aber irgendwie sind wir immer noch nicht so richtig schlau daraus geworden, muss ich sagen. Wir haben nun alle Hinweise in diesem Fall betrachtet. Hinweise, die ich über 7 Jahre lang gesammelt habe. Jetzt ist es endlich soweit. Jede Geschichte hat ein Ende. Wir sind beim letzten Kapitel angekommen, dem letzten Prozess. Finden Sie die Wahrheit heraus. Sie sind die Einzigen, die dazu in der Lage sind. Ah, okay. Nein, nicht Fortsetzung folgt, hallo? Ich muss weiterspielen. Und jetzt so, Sie müssen eine Pause von 50 Minuten einlegen. Wird das so in dem DS gespeichert und man kann wirklich erst weitermachen, wenn die 50 Minuten vorbei sind. Oh, da würde ich so sterben. Ich muss das unbedingt wissen. Oh, was passiert? Willkommen im Gericht. 7 Jahre haben zu diesem einen Urteil geführt. Ein Urteil, das Sie nun fällen müssen. Ist die Angeklagte Vera Misham unschuldig oder schuldig? Die Türen des Gerichtssaals öffnen sich, der Prozess wartet. Sind Sie bereit? Gerichtssaal Nummer 3. Sie ist auf jeden Fall unschuldig. Ich bin bereit! Woo! Wie bei Yu-Gi-Oh! Nicht mal, voll viel bei Yu-Gi-Oh! Irgendwas in mir drin, erwacht wieder. Viele Flashbacks, oh mein Gott. So viel kann ich mir gar nicht merken. Etwas Wichtiges, das ich vor langer Zeit verloren habe. Es ist jetzt nah, ganz nah.
Ich dachte, jetzt kommt so eine hässliche Fratze auf dem oberen Bildschirm und ich erschrecke mich so voll, Kanne. 9. Oktober, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Patsch. Oh, jetzt Opi, ja. Das Gericht behandelt jetzt den Prozess gegen Vera Michon. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft ist bereit zu rocken. Staatsanwalt Gavin, wie ist der Zustand der Angeklagten Vera Michon? Akute Atrokininvergiftung. Vergiftung. Laut dem behandelten Arzt schwebt sie in akuter Lebensgefahr. So erklärt sich auch ihre heutige Abwesenheit. Was? Sie können ihr doch nicht den Prozess machen, ohne dass sie anwesend ist. Das ist ungewöhnlich. Sie sollten warten, bis es ihr besser geht und es dann tun. Das ist so bürokratisch von Ihnen. Ich glaube, jetzt bist du etwas zu streng. Sie können den Prozess nicht länger herauszögern. Oder sie riskieren, dass keiner mehr da ist, den sie anklagen könnten. Ein Prozess ohne Urteil sorgt nur für Kummer. Das sagen uns die Akten in diesem Fall und auch die Erfahrungen. Bye bye. Es tut mir leid für die Angeklagte, aber die Show muss weitergehen. Richtig. Falls Vera stirbt, wird der Prozess beendet. Das werde ich nicht zulassen. Herr Wright hat mir alles gesagt, was all die Jahre hinter dem Vorhang los war. Ich werde dafür sorgen, dass Vera für unschuldig erklärt wird, solange noch Zeit ist. Na ja, schön. Eröffnungsplädoyer bitte, Staatsanwalt Gavin. Der Fall hat sich für die Anklage den jüngsten Ereignissen nicht geändert. Warum hat sich Vera Michon vergiftet? Weil sie nicht mehr mit der Schuld leben konnte, die sie auf sich geladen hat. Wait! Pang! Aber Vera wurde doch mit Atrokinin vergiftet, mit demselben Gift, das auch ihrem Vater das Leben gekostet hat. Könnte man sich denn ein besseres Geständnis wünschen? Als Mörderin hätte sie Zugang zu dem Gift gehabt. Das ist signifikant, denn es ist schwer zu beschaffen. Das stimmt. Mit anderen Worten, ich sehe keine Notwendigkeit für weitere Diskussionen. Wir hätten unser Urteil schon gestern haben können. Nun, Herr Justice, ich habe keinen Einwand. Ich sehe keinen Grund, das Urteil noch länger aufzuschieben. Wir müssen uns keine Sorgen um das Urteil machen, sondern um den Prozess selbst. Die Verteidigung geht davon aus, dass Vera das Opfer ist und nicht die Mörderin. Wenn dem so ist, dann müssen sie etwas beweisen. Sie war vor Gericht und hat ausgesagt. Wie hat der wahre Mörder sie denn ihres Erachtens vergiftet? Oh. Und es wäre sehr nett, wenn sie uns sagen würden, wer der wahre Mörder ist. Im Einspruch der Staatsanwaltschaft wird stattgegeben. Ich fordere die Verteidigung auf dem Gericht, ihre Behauptung zu beweisen. Sagen Sie uns, wie Vera Michon vergiftet wurde. Ich muss hier zwei Dinge beweisen. Wer es getan hat und wie. Womit soll ich anfangen? Oh Gottchen. Ja, das wird ja jetzt mal schnieke. Okay, ich würde sagen, wer ist erstmal ganz gut. Aber wer hat Vera Michon vergiftet? Ich habe da einen Namen für Sie. Einen Moment mal, Sterni. Sie sind sich bewusst, dass Sie eine Anschuldigung machen. Ein wenig Risiko ist schon in Ordnung. So viel, um genau zu sein. Verstehe, kein Problem. Diesmal weiß ich, was ich tue. Dann wollen wir es hören. Wer hat Vera Michon vergiftet? Ja, also. Wir haben ja viele mögliche Beweise. Und mir wird gerade ein bisschen warm. Bestimmt, weil ich die Antwort nicht weiß. Und dieser Brief war eigentlich jetzt gerade auffällig am Ende, denn es war ja ein Brief von Drew Michon an Gavin. Also wusste er ja schon im Prinzip von dieser Sache gewissermaßen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was in dem Brief an ihn stand, deshalb ist das jetzt ein bisschen problematisch. Dieser Brushel hat auf jeden Fall was damit zu tun. Weil er hat ja gesagt, ja, der Reporter, sie hatten recht, der Reporter ist auf dem Weg oder irgendwie sowas. Und es war ja niemand da, der sie hätte vergiften können. Da war nur diese Marke, aber die hat ja nichts damit gemacht. Also kann es auch eigentlich nur der Brushel sein. Oder? ja, wobei... Nee. Stopp, nein. Das kann nicht sein. Wer hat Vera Michon vergiftet? Ich weiß, ich brauche keine halbe Stunde, aber... Also es kann entweder nur Gavin oder Brushel gewesen sein. Aber nein, Brushel ist einfach nur Reporter. Der ist einfach überall bei, weil es so ist. Ende. Ja, genau. Das wird es schon sein. Oh, was ist das? Christoph Gavin? Einspruch. Was führen Sie im Schilde? Mein Bruderherz, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass er so etwas tun würde. Das sollten Sie besser wissen als jeder andere.
In der Tat. Ihr sitzt hinter Gittern. Ich weiß. Aber das heißt nicht, dass es unmöglich war, das zu tun, was er getan hat. Was? Christoph Gavin hatte die Gelegenheit, Vera Mission zu vergiften. Offensichtlich will die Verteidigung auf etwas Bestimmtes hinaus. Wollen wir mal sehen, was das ist. Wie hat Christoph Gavin, der derzeit in Einzelhaft sitzt, Vera vergiftet? Also, wir gucken uns jetzt mal die ganzen Beweisteile an. Also, wir haben den Kaffeebecher. Den hat sie aber nur am Henkel berührt. Ist ja logisch, die hat ja nicht auch da dran geschlürft die ganze Zeit. Haben wir eigentlich noch die Sachen aus dem alten Fall? Nee, ne? Nein, ich glaube nicht. Acrylbild, damit hat es auch nichts zu tun, mit dem Rahmen auch nicht, den hat die ja gar nicht angepackt. Also haben wir nur den Nagellack übrig, der damit zu tun haben kann. Der hat den ihr ja extra geschenkt. So, also. Plopp. Nimm das! Was ist das denn? Junge, was für eine schöne Flasche. Ich würde denjenigen, der die entworfen hat, gerne mal kennenlernen. Ist das Nagellack? Er ist farblos. Ah, ist etwas? Nein, nichts, gar nichts. Ihr Mörder hat also Gift in diese Flasche gegeben und sie davon trinken lassen. Wie Staatsanwalt Gavin uns gesagt hat, handelt es sich um Nagellack. Nagellack? Das ist Farbe für die Nägel. Kennen Sie Frauen mit roten Fingernägeln? Oh, meine Frau hat rote Nägel. Verstehe, sie hat sie also die ganze Zeit lackiert. Rufen wir uns mal den gestrigen Prozess in Erinnerung. Erinnern Sie sich, wie Vera vor Gericht ausgesagt hat? Das Gericht ist wieder versammelt. Vera wirkt sehr angespannt. Sie kaut sich regelrecht die Fingernägel ab. Ah, okay, das ergibt Sinn. Immer wenn Vera nervös war, hatte sie den Tick, ihre Fingernägel zu kauen. Ihre Fingernägel? Aha! Staatsanwalt Gavin, als die Staatsanwaltschaft Vera untersuchen ließ, wurden da ihre Fingernägel überprüft? Ich. Lassen Sie sofort die Nägel der Angeklagten untersuchen. Christoph Gavin hätte die Flasche nicht am Tag der Vergiftung vergiften müssen. Aber als Vera die Flasche erstmals in die Hand nahm, war ihr Schicksal besiegelt. Aber Moment mal. Diese Sache, dass Christoph Gavin ihr die Flasche gab, ist eine reine Mutmaßung. Das ist einfach undenkbar. Staatsanwalt Gavin scheint anders darüber zu denken. Dieses Gesicht sagt mir eins. Christoph Gavins Bruder hält das durchaus für denkbar. Nun, Staatsanwalt Gavin, wenn Sie das Gefühl haben, dass es einen eindeutigen und dringenden Grund gibt, dann könnten wir Christoph Gavin als speziellen Zeugen aus dem Gefängnis herzitieren. Gut. Ich habe schon länger geahnt, dass tiefschwarze Dunkelheit am Grunde der Sache lauert. Eine Dunkelheit, die sogar mich verschluckt hat. Okay, dem Wunsch der Verteidigung wird stattgegeben. Christoph Gavin soll in den Zeugenstand treten. Gerichtsdiener, leiten Sie die Maßnahmen zum Aufruf eines speziellen Zeugen ein. Der Zeuge ist Christoph Gavin, derzeit in Einzelhaft in Zelle 13 im Zentralgefängnis. Oh, der hat so eine schöne Zelle. Hübscher als mein Zimmer. Naja, geht. Ach, euer Ehren, wie schön, Sie wiederzusehen. Ist schon eine Weile her, nicht wahr? Welchem Unstand verdanke ich das Vergnügen Ihrer Gesellschaft? Ich werde nicht allzu oft aus der Einzelhaft geholt. Genauer gesagt, eigentlich nie. Ich denke, Sie wissen es bereits, Herr Christoph Gavin. Ah, Herr Justice. Ich habe gehört, Sie machen sich nicht schlecht. Ach, warum habe ich das Gefühl, er wäre immer noch mein Chef? Kopf hoch, Apollo, du schaffst das! Kommt Ihnen diese Flasche bekannt vor? Nagellack von Aria Donay? Nun, den benutze ich selbst. Genau wie die verstorbene Angeklagte, wie ich gehört habe. Sie ist noch nicht tot. Und? Wollten Sie mich nun etwas zu dieser Flasche fragen? Ich gebe zu, ich respektiere Sie, was Ihren Geschmack in puncto Nagellack angeht. Ihr Geschmack trifft es in der Tat. Mit diesem Nagellack wurde Vera Mission vergiftet. Atrokinin, nicht wahr? Sie sind gut über den Fall informiert, Herr Gavin. Das ist ja wohl offensichtlich. Selbst in Einzelhaft landet viel auf meinem Schreibtisch, sonst habe ich nichts zu tun. Nun, Cantillon, vielleicht kannst du das erklären. Pau! Die arme Wand, ey, die fällt irgendwann auseinander. Du wirst schon wieder beschuldigt und wieder von ihm. Ah, und stimmst du seiner Anschuldigung zu? Der sagt einfach so nix. Lassen Sie uns einfach eine normale Gerichtsverhandlung durchführen. In Ordnung. Christoph Gavin, Ihre Aussage bitte. Mit größtem Vergnügen. Die
Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden, sind ziemlich schwerwiegend, Herr Gavin. Sie werden verdächtigt, die Angeklagte vor ihrer Mischung vergiftet zu haben. Bitte machen Sie eine Aussage zu dieser Sache. Okay, Veras Vergiftung. Den gleichen Nagellack zu besitzen, macht einen noch lange nicht zum Mörder. Seit einem halben Jahr sitze ich in Einzelhaft. Wie hätte ich sie vergiften können? Ihr Vater ist an dem gleichen Gift gestorben, was nur eines bedeuten kann. Die Anklage hat recht, sie vergiftete ihren Vater und dann sich selbst. Möchten Sie mir etwa das Vergiften Ihres Vaters auch noch anhängen? Aber es ist wirklich eine gute Frage, wie der ins Museum gekommen ist. Nun, die Anschuldigungen der Verteidigung sind eher ungewöhnlich, fürchte ich. Ach, warte, da war er noch gar nicht im Gefängnis, ne? Damals? Nee, stimmt, war er nicht. Natürlich. Außerdem kenne ich die Mischems überhaupt nicht. Ist das nicht so, Herr Justice? Na schön, Herr Justice. Fangen Sie mit Ihrem Kreuzfeuer an. Ich beschuldige Christoph Gavin, meinen Ex-Chef. Aber ich weiß, dass er die Mischems vergiftet hat. Die Frage ist, wann hätte er es getan haben können? Ganz zu schweigen von wie? Ja, das ist allerdings die Frage. Veras Vergiftung? Okay, aber ich würde sagen, wir beenden hier erstmal den Part, denn dann machen wir uns einfach den nächsten Part einfach schön an die Aussage hier und dann gucken wir, dass wir den Fall hier schön wegputzen, yeah. Also, bis zum nächsten Part, ciao.